sind für dich da. Dieses Motto wird in Schladming-Dachstein schon seit vielen Jahren gelebt. Und es gilt sowohl für den Gast als auch für den Vermieter. Das Wie hat sich dabei allerdings im Laufe der Jahre verändert. Die Aufgaben vom Tourismusverband haben sich schon sehr geändert, glaube ich. Früher war es schon so, dass man oft auch von meinen Eltern her, dass man sagt, ja, habt ihr wieder mal ein paar Leute für mich, ja, kommt wieder was, gell? Schon lange nichts mehr gehört. Und da ist natürlich eine sehr große Verschiebung drin. Und ich glaube, in einem modernen Tourismusverband wird das schon anders gelebt. Gell? Da wird eigentlich der Gast, eigentlich, da ist eigentlich die Aufgabe, dass man den Gast schon vorher abholt, dass man einfach wirklich vorher schon kurz Marketing macht, sei es im TV, Radio, Web, wie auch immer, dass der Kunde vorher oder der Gast vorher schon abgeholt wird. Und dann eigentlich entscheidet er sich dann in der Region zu sagen, okay, was ist jetzt das Haus, das was am besten zu mir passt und wo fühle ich mich am meisten wohl. Dort, wo wir natürlich schon selber dran arbeiten, ist der Bereich der Buchungen. Ich denke, das ist nach wie vor die Aufgabe des Unternehmers und des Beherbergers, zu schauen, dass er seine Buchungen kriegt. Im Bereich der Vermarktung, der globalen Vermarktung, wenn man so sagen will, der Austritt nach außen hin, dort müssen wir uns nicht einmischen, weil das macht Schladming-Dachstein par excellence, das funktioniert super. Auch im Bereich der Drucksachen, ja, da müssen wir nicht selber noch anfangen, irgendwelche Sachen zu produzieren, weil das ist so super im Corporate Design, wenn man so schön sagen will, dass das einfach wirklich tipptopp funktioniert. Tourismusverbände entwickeln sich weiter. War es vor 20, 30 Jahren der Verband, der die Leute in die Betriebe geschickt hat und Zimmer vermittelt hat, waren es dann die Prospekte, war es Marketing, die Digitalisierung in ersten Schritten mit Websites, und mittlerweile hat er komplett neue Aufgaben bekommen. Wir reden mittlerweile von Vermietercoachings, wir reden von Employer Branding, Arbeitgebermarke, Mitarbeiter, Fachkräftemangel, wir reden von Lebensraummanagement, wir reden von Nachhaltigkeit, Kulinarikprojekte, und man sieht, der ganze Tourismus verändert sich. Und wenn wir auch weiterhin da erfolgreich bleiben wollen, müssen wir schauen, dass wir die neuen Trends abholen, uns gut aufstellen, die Ressourcen bereitstellen. Und wenn wir das schaffen, und es wird uns gelingen, da bin ich mir zu 100% sicher, dann werden wir auch in Zukunft als eine der erfolgreichsten Alpinregionen am Markt bestehen bleiben. Herausforderung angenommen.